Hallo und herzlich willkommen, liebe Magenta Sportfans. Ja, es geht natürlich wieder rüber nach Edmonton zur U20-Nationalmannschaft, die ja sensationell gewonnen haben gegen die Tschechen mit 2:1 nach Verlängerung. Und wir haben einmal natürlich den Goalgetter himself, Alex Blank. Servus, Alex. Servus. Und einmal den Torhüter, Flo Bugel. Grüß dich. Servus miteinander. Also fangen wir doch mal mit dem Alex an. Alex, zwei fette, geile Tore erzielt, aber dieser OT-Killer, jeder spricht davon, Absicht, unabsichtlich, bitte klär uns mal auf. Also ich wollte ihn schon so schießen, aber dass er dann so reinfliegt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich dachte mir einfach, komm, ich nehme die Scheibe hinten, versuche dann ins Drittel zu laufen, dass wir offensiv Zeit ein bisschen kreieren können. Aber dann, dass ich von da schieße, ist eigentlich sehr untypisch von mir, weil ich bin ja eigentlich eher einer, der gerne abspielt die Scheibe und die eigentlich nicht so oft schießt. Und ich weiß selber nicht, was da in meinen Kopf gekommen ist, dass ich von da jetzt schießen wollte, aber ich habe es gemacht und es hat geklappt, wie man vielleicht auf Video sieht. Ich war selber überrascht, dass es überhaupt reingeflogen ist. Ich konnte es selber erstmal nicht so glauben, musste nochmal nachschauen. Und ja, da freut man sich einfach nur und es ist natürlich auch ein Gänsehautmoment, wenn dann noch so viele Leute im Stadion waren, wie es gestern waren und dann schon das Tor schießt, ist unglaublich. Und Alex, ich muss ja persönlich sagen, es hat mich ein wenig auch an dieses Tor letztes Jahr von Tim Stützle erinnert, der auch hinter dem eigenen Tor startete, durchgezogen ist durchs ganze Eis und dann ein Tor erzielt hat. Also das war eine richtig fette Nummer. Ja, das ist lustig, dass das jetzt viele schreiben und sagen. Und ich habe jetzt auch mit dem Timmy vor dem Turnier telefoniert und ein paar Mal während des Turniers. Und er hat mir als Tipp gegeben, dass ich manchmal öfters die Scheibe hinterm Tor nehmen sollte und das vielleicht versuchen sollte. Und ja, vielleicht habe ich ja 30-40% ist doch dem zu verdanken, dass ich dann das Selbstvertrauen hatte und hinten die Scheibe genommen habe. Also Tim Stützle hat sich dann also auch gleich bei dir gemeldet und gesagt, wie cool dieses Tor war. Ja, direkt 5 Minuten nach dem Spiel. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Zu einem 2-1-OT im Sieg gehört natürlich auch eine sehr, sehr gute Torhüterleistung, Flo. Und die Saves, die du ausgepackt hast, es hat unglaublich leicht ausgesehen aus meiner Sicht. Also Selbstvertrauen ist da, gutes Positionsspiel. Banale Frage, wie hast du dich gefühlt? Ja, es war ein sehr geiles Spiel. Also ich liebe Spiele mit vielen Schüssen. Immer am Geisten, weil da bist du immer im Spiel drinnen, bist im Fokus. Es war natürlich dann auch super, ein paar Saves zu machen, die die Mannschaft im Spiel gehalten haben. Und dann mit den Jungs gemeinsam zu arbeiten in der defensiven Zone. Die haben super Schüsse geblockt. Ich habe mal ein oder anderen Save gemacht und dann hat es einfach alles harmoniert. Also war es ziemlich geil. Und was war das, Jungs, ich konnte ja leider oder wie viele Eishockey-Fans in Deutschland ja auch nicht dabei sein live vor Ort, was war das bitte für ein Gefühl, Alex, dieser OT-Winner, was ging da in euch ab, wie war diese Freude, muss ja mega, mega fett gewesen sein. Ja, ich glaube, wir hatten natürlich einfach alle nur Gänsehaut pur. Das ist einfach, ist nicht selbstverständlich, dass man hier einen Sieg holt, sind alle gute Mannschaften hier und wir haben diesen Sieg gestern sehr hart erkämpft. Im ersten Drittel haben die Tschechen klar dominiert, muss man sagen. Und da hat uns der Bugler einfach im Spiel gehalten, weil ohne den hätten wir gestern dann schon nach dem ersten Drittel 3-0 zurückgehen können. Und dann im zweiten, dritten Drittel haben wir uns als Mannschaft zurückgekämpft, hatten mehr offensive Zeit, haben dem Bugler sehr gut ausgeholfen, er hat uns ausgeholfen. Und das muss man einfach sagen, das war ganz gute Teamleistung von allen, jeden Einzelnen, der gestern auf dem Eis war, seine Rolle übernommen hat. War es einfach eine super Teamleistung, deswegen gewinnt man dann auch solche Spiele. Und Flo, wie war es für dich da hinten auf dem Eis bei dem OT-Winner? Ja, das war natürlich auch sehr emotional, weil man gibt natürlich alles. Man weiß, die Tschechen sind eigentlich immer ganz gut dabei bei der WM. Und dann ein OT-Winner, was eigentlich noch mal mehr Krimi ist, zu schießen, da sind dann schon mal die Emotionen hochgekommen und hat sich natürlich super gefreut. Und dann natürlich noch mit den Fans, die für Deutschland waren, waren ja einige da. Das ist natürlich noch mal viel geiler. Aber ein sehr emotionaler Moment. Und Alex, die nächste Frage an dich. Wie war das dann danach für euch in der Kabine? Also wie ging man da dann nochmal ab? Weil ich sage einmal, im Allerheiligsten in der Kabine, das ist ja dann nochmal ganz was anderes. Wie war da dieser Moment? Ja, also erstmal wurde dann Paradise angemacht von Kapital, vom letzten Jahr das Lied. Und ja, dann haben wir uns erstmal alle riesig gefreut. Aber klar muss man dann abhaken, erstmal das Spiel und dann weiterschauen aufs nächste Spiel. Man darf sich jetzt nicht zu lange freuen, ist erst ein Sieg. Sind noch 2 Spiele in der Gruppenphase. Haben wir gesagt, abhaken, gutes Spiel, aber jetzt kommt Kanada und da müssen wir mindestens noch eine Schippe drauflegen. Alex, was ist da drin in dieser Partie?
Ja, also wie man gesehen hat beim Spiel Kanada gegen Tschechien, da haben Tschechien 3-1 geführt, aber konnten die Führung gar nicht verteidigen. Und ich denke, wenn wir stark hinten stehen und unsere Torhüter, ich weiß jetzt nicht, wer im Tor ist, Bubel oder Nikita, aber die sind ja beide starke Torhüter und wenn wir denen aushelfen und die uns aushelfen, so wie jetzt gegen Tschechien, glaube ich, kann es ein knappes Spiel werden. Ich glaube, wir können die Kanadier ein bisschen ärgern. Und ich denke, da ist auch mindestens ein Punkt drin. Flo, wie siehst du das Ganze? Ja, also ich würde sagen, wir zählen immer noch als eine Art Underdog. Das ist natürlich auch ein Vorteil für uns, weil die Kanadier uns, denke ich, unterschätzen werden. Und wie der Alexander gesagt hat, für uns ist sehr viel drinnen, wenn wir gut defensiv stehen. Die Tore fallen irgendwann von alleine, wenn man defensiv gut steht. Und ich glaube, die Kanadier sollten uns nicht unterschätzen, weil man hat ja gesehen, was mit den Tschechen passiert ist. Sie waren 3-1 vorne beim ersten Drittel. Und ich glaube, morgen kann alles drin sein. Alex, dann schauen wir mal noch einen Schritt weiter voraus. Letztes Gruppenspiel dann gegen Österreich. Wie seht ihr bisher die Chancen dann gegen Österreich und du persönlich? Also ich denke, das ging Österreich vor allem. Wir kennen ja viele der Österreicher, haben mal mit denen zusammengespielt in Salzburg. Und ich denke, wir müssen auf jeden Fall ganz klar 3 Punkte gegen die holen. Ich denke, wir sind das bessere Team. Klar wird es nicht einfach. Man darf die Österreicher nicht unterschätzen. Die haben auch sehr viele gute Spieler dabei. Aber ich denke, mit unserer Mannschaft, mit unserem Teamzusammenhalt und wie wir uns verbessert haben im Turnier und wenn wir das Spiel uns auch verbessern, ich denke, dann werden wir gegen Österreich gewinnen und 3 Punkte holen. Und dann ist im Viertelfinale ist alles offen. Und Flo, du ja selber bei Red Bull Salzburg tätig, kennst auch sicherlich den einen oder anderen Spieler bei Österreich. Wie siehst du diese Chancen und wie siehst du generell auch dieses Team, diese Klasse der Österreicher? Ja, also wie der Alex schon gesagt hat, die Österreicher darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, es sind 6 Leute oder mehr von Salzburg. Und es sind noch welche, die haben in Salzburg gespielt, sind aber schon gewechselt. Also es sind locker 7, 8 Leute, die ich da kenne. Und die Österreicher haben meiner Meinung nach eine sehr gute Offense. Also wir haben sehr viele Spieler, die auch Tor schießen können. Deswegen darf man die nicht unterschätzen. Wir müssen auf jeden Fall da nochmal alles geben, dass wir die 3 Punkte nach Hause holen können. Und Alex, jetzt nochmal eine Frage an dich. Generell dieses komplette Setup einer U20-Weltmeisterschaft. Ich durfte ja auch zweimal dabei sein. Es ist einfach, ich weiß nicht, aber wie euch das rüberkommt oder wie euer Gefühl ist, aber ich fand es damals schon einfach ein riesen fettes Event. Ich kann mir nur vorstellen, dass es noch größer, noch fetter geworden ist. Wie viel Spaß macht es, bei so einem Event dabei zu sein? Und was kannst du denn bisher schon alles für dich persönlich mit aufsaugen, sage ich einmal. Ja, ist natürlich unglaublich, hier dabei zu sein. Also alles hier im Umfeld, wie das hier, man ist in Kanada, da wo Eishockey Sport Nummer 1 ist, hier in jeder Ecke siehst du World Juniors, World Juniors. Das ist ja alles unglaublich. Es ist jeder, hier ist ja Eishockey verrückt und die wollen hier die World Juniors sehen. Und das pusht auch natürlich ein, dass hier alle so Eishockey verrückt sind. Und die mögen uns Deutschen ja auch noch nach letztem Jahr, nach der U20-WM und das ist einfach nur unglaublich. Also das kann man einfach nicht in Worte fassen, wie sich das anfühlt. Man will ja eigentlich gar nicht weg. Man sieht Leute auf die Straßen mit Kanada-Trikots, es sind noch ein paar Verrückte, die komplett rot gekleidet sind, Schilder haben und dann natürlich die Fans im Stadion, die sind echt ein bisschen crazy. Also das sind am Montag um 12 Uhr 2000 Fans da. Das hat ja alles Dimensionen, das kann man sich gar nicht so wirklich vorstellen. Das ist schon mega geil hier. Und jetzt noch persönliche Frage an euch beide. Ich fange mit dir an, Alex. Was würdest du für dich und für dein Team noch wünschen bei dieser U20-Weltmeisterschaft? Ja, ich würde mal, das Wichtigste ist, dass alle gesund bleiben, dass sich keiner verletzt und dass jeder so sein Turnier spielt, wie er es gerne haben wollen würde. Und ich denke mal, dass wir auch als Mannschaft auf jeden Fall das Viertelfinale erreichen und in den Playoffs kann natürlich alles passieren. Und ich hoffe auch, dass wir natürlich das Halbfinale erreichen und ja, da kann man schon um eine Medaille kämpfen. Flo, wie schaut's bei dir aus? Ja, also wie beim Alex schaut es bei mir ähnlich aus. Ich hoffe, dass wir mindestens ins Viertelfinale kommen und vielleicht auch gegen Russen dann spielen und uns revanchieren können. Zum letzten Jahr war letztes Jahr sehr knapp. Und ich hoffe natürlich, dass wir auch ins Halbfinale kommen. Das wäre super. Und ich glaube, mit der Truppe, wenn wir so zusammenhalten wie gestern und vorgestern, können wir da total viel erreichen.
Und das allerletzte jetzt noch zum Schluss. Wie viel mehr Prozente macht es in euch aus, wenn ihr wisst, dass, ich sage einmal, ganz Eishockey-Deutschland hinter euch steht, in der Nacht wach bleibt, um euch zu beobachten? Fangen wir mit dir an, Flo. Ja, das pusht nochmal extra zusätzlich, wenn man weiß, die Fans in Kanada schauen zu und dann nochmal in Deutschland bleiben sie extra bis 1 Uhr wach, schauen sich dann die Spieler an, man sieht es ein bisschen auf Social Media, die Kommentare, wie stolz sie alle auf uns sind, wie die hinter dir stehen, hinter dem ganzen Team. Und es macht einen natürlich nochmal ein bisschen, das hypt einem nochmal ein bisschen mehr, macht einen noch ein bisschen mehr stolz. Ich glaube, das ist nochmal ein großer Faktor, der uns pusht. Alex, für dich? Ja, ich würde genau das Gleiche sagen. Also das pusht einen natürlich einen unglaublich, wenn man weiß, dass die Fans in Deutschland hinter einem stehen, wenn das ganze Hockey in Deutschland hinter einem steht und um 1 Uhr nachts die Spiele zuschaut. Und mich hat es nochmal persönlich gepusht, dass ich weiß, dass meine Oma aus Russland zum Beispiel, bei denen schon 5 Uhr morgens war, dass sie mir geschrieben hat vorm Spiel, ja, ich schaue zu. Und das pusht einfach einen, wenn man weiß, die ganze Familie schaut zu, egal von wo. Und dass alle Fans aus Deutschland zuschauen, Freunde, alle. Das pusht einfach einen. Ja, Jungs, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als spielt einfach so ein geiles Eishockey weiter. Wir drücken euch natürlich selbstverständlich weiterhin die Daumen. Alles, alles Gute, bleibt gesund und wir freuen uns auf richtig coole Spiele mit euch. Danke fürs Interview. Danke. Okay. Ciao. Ciao for now.